Dieser Vlog beginnt im Dunkeln und langsam wird es heller, denn hier ist eine Straßenlaterne. Gute Idee, war es nicht. Aber es macht Spaß. Zeit für ein Kameraporträt. Und zwar soll es um dieses wunderbare Stück hier gehen. Die Biroquick KB135. Eine alte DDR-Kamera. Ganz einfaches Modell. Wenn ihr sagt KB135, Biroquick, noch nie gehört. Das Ding sieht aber aus wie meine Bayrette. Stimmt, es ist exakt die gleiche Kamera wie die Bayer Bayrette VSN. Ist relativ einfach aufgelöst, das Mysterium. Ich habe lange gesucht und gegrübelt und gefragt und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Bin dann bei dem Kollegen Thomas gelandet. Thomas betreibt die Seite bayer-kamera.de und der hat mir erklärt, was hier los ist. Dieses gute Teil hier ist in Wahrheit die gleiche Kamera, aber für den Westmarkt. Das heißt, die Bayer-Werke haben das Ding hergestellt unter dem Namen Bayrette für den Ostmarkt. Und dann gab es die Firma Beroflex aus West-Berlin, die gesagt haben, cooles Ding, will ich haben, will ich verkaufen, gib her. Und haben das Ding importiert in größeren Stückzahlen, haben dafür mit Westmark bezahlt. Kollege Stark-Golukowski hat sich gefreut, dass die DDR ein bisschen harte Währung hatte. Und die Westis haben sich gefreut über coole Kameras aus der Nähe von Dresden, weil die Gegend war bekannt für ihre Kameratechnik und die Praktikas und die Pentacons und so weiter. Die kamen halt alle aus der Gegend und die Leute wussten, was daher kommt, ist ordentlich. Das macht Spaß, das sind tolle Kameras und die Linsen sind sehr gut und sie werden vor allem mit sehr viel Mühe gefertigt. So, dieses gute Teil hier ist von 1977. Da wurden die hergestellt unter dem Namen Beroquick und im Westen vertickt. Es gibt eine zweite oder eine dritte Variante dieser Kamera, die nennt sich Boots Bayrette BL. Das war quasi die Variante für den englischen Markt. Da wurde die gleiche Kamera genommen, hier oben ein neues Namensschild reingeprägt und wurde vertickt von der Drogeriekette Boots in England, die im Prinzip sowas wie DM und Rossmann und Co. Die haben halt auch eigene Kameras verkauft und unter anderem hat diese hier mit dem eigenen Namen gebrandet. So, falls ihr eine von diesen drei Kameras findet, exakt die gleiche Kamera. Auf dem Flohmarkt habe ich bezahlt um die 5 Euro, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwie so war das. Und wenn ihr jetzt bei eBay guckt, zwischen 10, 15 Euro kosten die Dinger, mehr auf keinen Fall ausgeben. Es gibt manchmal ein paar Wahnsinnige, die meinen 80 Euro aufrufen müssen für so ein Ding. Ja, Quatsch. Das ist eine ganz, ganz simple, einfache Kamera, so schön sie ist. Und im guten Zustand macht sie auch richtig Spaß. Aber es ist halt eine simple Kamera. Und sie ist völlig manuell einzustellen. Das heißt, ich habe eine Blende, die ich einstellen kann. Ich habe Belichtungszeit, die ich einstellen kann. Alles, was ich so brauche, fokussieren kann ich auch manuell. Die ist wirklich in Masse produziert worden für den einfachen Einsteiger. Und vor allem für den, der die Kamera irgendwo reinstecken, in die Strandtasche stopfen oder in den Rucksack oder in die Jackentasche oder wie auch immer. Das ist halt nichts Großes. Aber sie hat alles, was eine Kamera braucht. Also sie hat einen Spannhahn, schon mal gut für den Filmtransport. Das war schon das ganze Klickgeräusch. Also wenn man damit einigermaßen unauffällig fotografieren will, ist es absolut wie gemacht. Für Straßenfotografie, damit fällt er überhaupt nicht auf. Die ist so schön leise, macht wirklich Spaß. Dann hat sie einen Blitzschuh hier oben. Da kann man einen handelsüblichen Blitz anschließen. Der hat einen Mittelkontakt. Das Ding ist synchronisiert auf die 30. Sekunde. Dann gibt es die Möglichkeit zu fokussieren. Ganz vorne an der Linse gibt es einen kleinen Drehring. Der ist ein bisschen schwer anzufassen, finde ich. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, geht das ganz gut. Das Ding geht runter auf so 0,5 Meter. 0,6 ist die erste Skalazahl, aber man kann ein bisschen weiter drehen. Also geschätzt ein halber Meter. Und dann geht das Ganze relativ schnell rauf auf und endlich. Dann gibt es die Möglichkeit, die Belichtung einzustellen. Relativ simpel. Oben sind so kleine Sonnensymbole drauf. Also im Prinzip sieht es aus wie bei einer Holger. Wolken, die so ein bisschen gestrichelt sind, das sind quasi dicke, graue Wolken. Dann gibt es eine Wolke, die nur so einen Außenrand hat, das ist dann eine leichte Wolke, eine halbe Sonne und es gibt eine fette Sonne. Das heißt, für so Holger-Schießer wie mich ist das eine super Variante. Ich muss nur gucken, wie sieht das im Himmel aus und stelle dann die Kamera entsprechend ein. Wenn ich das Ganze dann noch koppel mit der Möglichkeit, hier oben die richtige ISO-Zahl einzustellen. Das ist sozusagen die einfachste Variante, wirklich für Doofe. Die sagen, okay, ich habe jetzt hier einen 100er ISO-Film eingestellt, vorne gibt es den ersten Ring, da stelle ich das Ding auf 100, ASA, 21, 22 DIN-Zahl, beides ist aufgedruckt, kann ich mir also aussuchen, je nachdem, was auf meinem kleinen Film draufsteht. Dann suche ich mir die richtige Belichtung aus, von den Sonnensymbolen her, und dann bin ich eigentlich fertig. Oder ich bin Experte und gucke mir das Ganze von der Seite kritisch an und sage, naja, ich kann das schon selber. Hier habe ich die Variante auf der Seite aufgedruckt, die Blende und die Verschlusszeiten. Auch das kann ich quasi manuell machen. Ich habe die Verschlusszeiten, weil Bob-Modus ist dabei und dann geht das rauf bis 125, also richtig schnellen Sport würde ich damit jetzt nicht fotografieren, aber so für den Alltag geht das völlig gut.
Übrigens eine Holger, auch nur eine Hundertstel Sekunde, reicht völlig aus. Und dann runter auf Bourbon-Modus, das ist natürlich super. Und wie gesagt, der Blitz ist synchronisiert auf der 30. Sekunde. Da gibt es noch die Blendeneinstellung. 2,8 ist die maximale Blende. Ist eigentlich ganz ordentlich für diese kleine, lustige Linse. Und geht dann drauf bis 22. So, die Linse, die drin ist, ist eine Meritar. 45 mm. Also ein bisschen breiter als die üblichen 50 mm Blick, aber nicht so richtig viel, nur einen ganz kleinen Tick. Man merkt es kaum, es fühlt sich an wie ein normaler Blick durch eine Linse. 2,8, wie gesagt, maximale Blende. Wenn man hier durchguckt durch den Sucher, dann hat man ein sehr, sehr schönes, helles Bild. Das ist ganz toll, es ist leicht gelbstichig. Da gewöhnt man sich aber schnell dran. Es hat so einen leichten goldenen Touch für die Bilder. Also man guckt hier so durch, hat das Gefühl, man guckt in die 70er Jahre. Wenn man sich so ein bisschen die alten Fotos anguckt, man sieht sie quasi schon durch den Sucher, wie die Welt aussieht. Und das Schöne ist, hier sind so kleine Linien eingeblendet hier drin. Das heißt, ich sehe hier oben quasi an der Linse vorbei. Ne? Das heißt, der Sucher guckt nicht durch Linse. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht so ganz synchron mit dem Blick der Linse. Also helfen diese Linien ganz gut, das Bild schön einzurichten. Das heißt, wenn ich alles mich innerhalb dieser Linien bewege, bin ich immer schön im Frame. Das funktioniert ganz hervorragend. Da gibt es hier unten noch die Möglichkeit, ein Stativ anzuschließen, was natürlich toll ist, weil das Ding Bourbon-Modus hat. Das heißt, man kann damit Langzeitbelichtungen machen oder Nachtfotografie, eine ganz feine Sache. Und es gibt eine kleine Prägung hier unten, DDR steht da drauf, obwohl das das Westgerät ist. Da haben sie sich einen Spaß gemacht und gesagt, vertickt das Ding ruhig im Westen, aber wir stellen unseren Namen unten drauf. Also da kommt das Ding her, erkennbar, auf den ersten Blick. Und es gibt einen Filmzähler auf der Rückseite, da ist der. Wenn ich den Film eingelegt habe, dann geht das Ding auf Null und zählt dann rauf. Hier gibt es den kleinen Knopf an der Seite zum Aufmachen des Deckels. So sieht das Ganze von innen aus. Sehr, sehr schön sauber, die Kamera. Da hat es wirklich kaum einer benutzt, welche hier reinguckt. Man sieht ganz genau, dass das Ding nicht im Massen, nicht im Dauerbetrieb war. Da sind kaum Kratzer drin, wo man die Kartusche auf der Seite einlegt. Da drin ist alles staubfrei, kratzerfrei. Das Ding hat wirklich kaum Einsatz gesehen. Es gibt kein Licht ISO-Rahmen drin, also so diese Gummierung oder so ein Filzzeug, was man manchmal hier drin entdeckt, ist nicht drin. Das ist nur Plastik, was hier in Plastik greift. Das heißt, entweder haben wir richtig gut gearbeitet und alles ist dicht oder man kann ein paar Lightleaks bekommen. Hängt wahrscheinlich einfach davon ab, wie gut die Kamera gepflegt wurde und ob sie tatsächlich vielleicht irgendwann mal hingefallen ist und sich ein bisschen verzogen hat oder irgendwas oder oft auf und zu gemacht wurde. Im Prinzip ist das so ein bisschen tatsächlich wie bei einer Toy-Kamera. Man muss ein bisschen gucken, wenn man merkt, es gibt Lightleaks und man mag die nicht, einfach ein bisschen ISO-Band. Geht immer. Aber ich habe das Gefühl, mir kann dem Ding ganz gut trauen. Wenn man hier hinten drauf drückt, da ist kaum Spiel drin. Das heißt, da wackelt nichts. Eigentlich würde ich fast sagen, das Ding ist dicht. Und soweit. So gut, das ist technisch was dazu zu sagen. Es ist für den Amateur. Das ist jetzt ja nichts für den Profi. Ich habe keine Ahnung, ob irgendeines der Bilder was geworden ist. Und die ganzen Freunde der Praktikas und Pentacons, die werden sagen, ja, es gab viel coolere Kameras aus der Nähe von Dresden. Ja, das stimmt. Aber auch die gab es und die hat auch einen schönen Wert. Und wenn man sagt, ich hätte gern einfach eine kleine, lustige, analoge Knipse und möchte einsteigen in die Fotografie und weiß noch nicht so richtig, ob ich das Ganze machen möchte und habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das machen möchte, mir könnte das Spaß machen und ich will eine Kamera haben, wo ich alles händisch einstellen kann, dann ist das hier der beste Weg. Also wie gesagt, es hat keinen eingebauten Belichtungsmesser, braucht man aber in Wahrheit nicht mit dieser Geschichte. Man hat die Möglichkeit, die ISO-Zahl des Films, die weiß man ja, die steht ja auf dem Film drauf, das ist sozusagen geklärt. Und wenn ich dann noch auf den Himmel gucke und sage, okay, ich erkenne, da gibt da keine Wolke, es gibt nur eine Sonne, dann ist man eigentlich im Geschäft. Und der Rest ist dann sozusagen die Weiterentwicklungsstufe, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte noch mehr lernen, ich möchte mich ein bisschen mehr mit Fotografie auseinandersetzen und auch ein bisschen mehr Kontrolle haben über die Bilder. Und dann kann ich tatsächlich sagen, okay, alles klar. Ich gehe tatsächlich über den manuellen Bereich. Es ist sozusagen eine Kamera für beide Welten. Sehr, sehr schöne Sache. Unglaublich leicht. Und es macht echt Spaß, damit zu knipsen. Schönes Ding. Und ich hoffe, euch macht Spaß, wenn ihr mal drüber stolpert am Flohmarkt. Nehmt sie mit. Wie gesagt, nicht mehr als 10, 15 Euro ausgeben. Das ist das Maximum. Mehr ist sie nicht wert. Aber wenn ihr sie findet, ist sie echt nett. Und sie ist wirklich schön klein. Und für den Straßengebrauch sehr, sehr schön leise. Tolles Ding. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht, mir dann zuzugucken, wie ich diese Kamera an die Kamera halte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal. www.d18-foto.com, Facebook und Instagram, Twitter und all sowas. Wo immer ihr D18-Foto eintippt, werdet ihr mich finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und immer schön aller Knipsen. Also gut für die Kamera ist es nicht. Wenn sie jetzt kaputt geht, ist das wirklich bitter. Aber es ist zumindest nicht meine Leica.